Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Heute geht es darum, wir wollen uns die Klimaanlage aufs Infotainment-System holen. Und dazu benutzen wir unsere Software, wie wir schon kennen, Forescan. Und ja, da hätte ich gesagt, wir legen direkt mal los. Wie ihr seht, keine Klimaanlage und mit Forescan geht es jetzt los. So, wir verbinden uns mit dem Auto. Wir laden unser Profil, das wir ja schon abgespeichert haben. Dann geht alles deutlich schneller. Wie ihr seht, das ist alles ja, relativ zügig. Das Ganze ist unter APIM abgelegt. Allerdings kann man es in der Version 2.3.20 Beta noch nicht über die schöne Konfigurationsoberfläche machen, sondern man muss es über diese sogenannte AS-Build-Data machen. Wir drücken auf Play, machen den Schalter auf Highspeed, drücken OK. Er liest das Modul aus, sagt bitte vorsichtig sein. Jawohl, wir brauchen das Modul 7D0 0102. In diesem Reiter ändern wir hier die 6 auf eine 3 und die C210 ändern wir ab in C20 und ein D wie Dora. Ist das erledigt, drücken wir auf Write. Alles ist programmiert und ja, wir drücken auf Stopp. Trennen uns vom Auto und schauen uns jetzt mal an, wie das Menü jetzt aussieht. So, das war's mit der Software. Und wie ihr seht, das Auto hat automatisch neu gestartet. Er sagt jetzt natürlich, ja, die Zündung war zu lange an, schaltet jetzt in den Energiesparmodus. Aber wir haben jetzt, wie ihr seht, die Klimaanlage auf dem Display und können die jetzt entsprechend nutzen. Okay, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Ihr bekommt dann immer Hinweise, wenn es was Neues gibt in Bezug auf unseren MK4. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.